Listen to me now. Für Interesse, danke auch. Alles in Ordnung da bei der Kamera? Ah, danke. Wir kriegen Regieanweisungen für alle, die uns am Livestream verfolgen. Also noch einmal danke für die Anweisungen hier, für Ihr Interesse und vor allem, Sie wissen es, unser gemeinsamer Dank gilt immer der Bevölkerung und allen, die in Österreich leben, dass sie die Maßnahmen und Empfehlungen bis jetzt so mitgetragen und mitbefolgt haben. Das führt uns dazu, dass wir exakt einen Monat nach Verhängung eines teilweisen Shutdown in der österreichischen Gesellschaft hier wieder Lockerungen verkünden dürfen. Heute geht es insbesondere um den Sport, um den Freizeitsport und um den Spitzensport und um den Leistungssport. Aber zunächst noch einmal in Erinnerung gerufen, die Entwicklung der Zahlen und der entsprechenden Verlaufskurven, was die Indikatoren betrifft, die da wären. Neuinfizierte, Genesene, aber wie Sie wissen, insbesondere die Anzahl der Hospitalisierten und noch wichtiger, die Anzahl derer, die leider intensiv medizinisch behandelt werden müssen. Diese Zahlen sind in einem erfreulichen Ausmaß verlaufen, sodass wir jetzt Schritt für Schritt ankündigen können, in welchen Bereichen und in welchen Abständen, in welchen zeitlichen hier Lockerungen erfolgen können. Sie wissen aber auch, dass wir das alle 2, 3, 4 Wochen neu vermessen und beobachten, um dann möglicherweise wieder ein bisschen auf die Bremse zu steigen, wenn es nicht so erfreulich weiter verläuft, wie es bis jetzt ist. Das ist eben der Fahrplan mit der eingebauten Notbremse. Was heißt das jetzt aber für den Sport? Nun, zunächst einmal ist es, glaube ich, auch bei dieser Gelegenheit nützlich darauf hinzuweisen, was für eine Bedeutung das Bedürfnis nach Bewegung hat und der Stellenwert der Gesundheit und des Sports an sich, gerade in Zeiten wie diesen. Einerseits durch die Ausgangsbeschränkungen steigt natürlich das Bedürfnis nach Bewegung und zwar vor allem außerhalb der vier Wände. Und wir hatten ja bisher hier schon die Überlegungen gehabt, gemeinsam mit den Koalitionspartnern damals, dass wir genau vor 4 Wochen eben keine harte ohne Ausnahme für den Bewegungsdrang eine de facto Ausgangssperre zu verhängen. Wir haben ja immer schon gesagt, Bewegung, wenn Sie so wollen, Luft schnappen, spazieren, aber auch sportliche Ausübung ist jetzt schon möglich gewesen und das vor dem Hintergrund, weil ja auch die Bedeutung von Gesundheit gerade in Zeiten und des Sports für die Gesundheit in diesen Zeiten entsprechend hervorzuheben ist. Außerdem, ja, es ist Frühling, es gibt den Drang nach draußen und da wollen wir eben mehr ermöglichen als bis jetzt. Das bleibt überhaupt das Motto oder wird das Motto. Wir wollen was ermöglichen und heute das hier auch gemeinsam präsentieren. Also so viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken. Dass es das weiter geben wird, ist klar. Alles, was ich jetzt sage und anschließend der Herr Innenminister wird sich darauf beziehen, dass es sich hier um sportliche Aktivitäten ohne Zuschauer handelt. Ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, damit es da mal kein Missverständnis gibt. Über diese Themen können wir uns im Rahmen der allgemeinen Richtlinien zu Veranstaltungen weiter unterhalten. Ich will da aber gar keine großen Hoffnungen wecken. Das gilt ja für den Kulturbereich genauso. Das gilt auch für andere Arten von Veranstaltungen, dass es mit der Zusammenkunft von Menschen auf engerem Raum noch länger schwierig bleiben wird. Aber auch da gibt es Überlegungen, wie wir das handeln könnten. Darum geht es heute aber nicht. Heute geht es einmal um den Freizeit- und Breitensport und anschließend nochmal um den Spitzensport. Und ganz zum Schluss geht es um die Überlegungen über die Möglichkeiten, das betrifft in Österreich jetzt gerade einmal die alleroberste Fußballliga, die Möglichkeit zu schaffen nach Geisterspielen, die dann im Fernsehen übertragen werden könnten. Also zunächst zum Freizeit- und Breitensport. Es wird Sie nicht wundern, wenn wir auch da wieder vom Hausverstand ausgehen und von der Logik, die da wäre. Ja, natürlich Einzelsportarten bzw. Sportarten, wo man nicht unmittelbar in Kontakt kommt, werden jetzt schneller bevorzugt als Mannschaftssportarten, wo Kontakt in der Regel unvermeidlich ist oder gar Kampfsportarten. Also,
Was kann das sein? Und was für Sportanlagen werden jetzt hier geöffnet, beziehungsweise, wenn Sie es juristisch wollen, welche Ausnahmen wird es vom Betretungsverbot für Sportstätten geben? Das kann betreffen und soll betreffen, die Verordnungen werden ja dann gerade anschließend vorbereitet, etwa Leichtathletikanlagen, Tennisplätze, Golfplätze, Pferdesportanlagen, Bogenschießen, alles irgendwie logisch, wenn man sich vorstellt, Schießstätten überhaupt, und man kann es also der Fantasie weiter freien Lauf lassen, etwa soll ja auch das Segelfliegen möglich werden und so weiter und so fort. Ich werde es jetzt nicht taxativ fertig aufzählen, aber nur damit klar ist, in welche Richtung das gehen kann. Dann wird es natürlich bestimmte Empfehlungen und Richtlinien brauchen dafür. Also uns würde vorschweben, dass wir als Bundesregierung hier nicht jeden Quadratzentimeter des sportlichen Lebens, das ja dann wieder stärker beginnen soll, hier in, wie gesagt, in jedem Quadratzentimeter zu regeln, sondern dass die Fachverbände auch eingeladen sind, hier nähere Empfehlungen abzugeben, etwa im Tennisbereich. Man glaubt ja gar nicht, auf welche Fragen man da stößt. Wie ist das mit dem Ball? Wie ist das mit dem Handling im wahrsten Sinn des Wortes? Ja, da könnte man sich vorstellen, wenn man so in die Tiefe schärfen wollen würde, dass jeder Spieler seine eigenen Bälle hat, der andere greift sie nicht an, etc. Ich meine nur, das ist nicht mehr Aufgabe der Bundesregierung, noch nicht einmal des Gesundheitsministers anschließend, sondern dass hier die Verbände entsprechende Empfehlungen abgeben könnten. Ich darf bei der Gelegenheit erwähnen, dass etwa, und auch danken gleich dem Alex Antonitsch, wo meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch intensiv in Verbindung standen, der seinerseits wieder bei den Tennisverbänden Umfragen gemacht hat, wie könnten wir das schaffen. Und am Schluss ist sowas rausgekommen, ein Fazit von 10 Punkten, die er hier empfehlen würde. Ich würde jetzt gerade nicht sagen 10 Gebote, aber er nennt es Fazit für den Saisonbeginn, für das Wiederaufsperren und wir können Ihnen das sicher anschließend zukommen lassen, ob man das jetzt hier eben doch dann näher angeschaut. Und da geht es eben genau um solche Fragen, dass man die Bälle im Zweifel markiert und die fremden Bälle nicht angreift, dass auch die, das Verhalten am Netz ein anderes ist, natürlich auch die Begrüßung und der Respekt vor dem sportlichen Konkurrenten anders zu passieren hat und, die Desinfektionsspender, wie die sein sollen. Also man kommt da auf 10 Punkte, das klingt alles sehr vernünftig und da sind wir auch zu Dank verpflichtend und ich meine, dass die Fachverbände hier durchaus ein Betätigungsfeld vorfinden, das sie auch ausfüllen könnten und wir hier genau dem Prinzip folgen, dass die Regierung die gröbsten Richtlinien erlässt, die gröbsten Verordnungen, in dem Fall Ausnahmen und dass dann geradezu in bester zivilgesellschaftlicher Tradition, auch in der Tradition des Vereinswesens in Österreich, hier weitere Aufgaben übernommen werden können und dass dann im Wesentlichen das halt Empfehlungen entspricht und nicht den allerstrengsten Vorschriften. Das wird ja vielleicht anschließend dann auch noch wichtig. Bei der Gelegenheit darf ich selber noch einmal zu den Empfehlungen kommen. Das betrifft jetzt aber die Sportarten, wo man gar keine Sportstätte braucht, typischerweise das Laufen und das Radfahren, was ja bis jetzt schon zugelassen und wenn man so will sogar erwünscht war, aber ja, unter welchen Regeln. Also wir müssen hier quasi, was Empfehlungen betrifft, ein bisschen nachschärfen. Auch wieder nicht unlogisch und also vom Hausverstand her. Wenn richtig ist, dass 1,5 Meter circa, 1 bis 1,5 Meter, der richtige Abstand zwischen zwei stehenden Menschen sind, die sprechen, dann ist es nicht unlogisch, dass beim Laufen in der Reihe, ich rede jetzt nur sozusagen von quasi Windschattenphänomenen, und wenn man hintereinander läuft, dass hier ein wesentlich größerer Abstand zu halten wäre. Und die Universitäten von Löwen und Eindhoven haben hier eine Studie gemacht, die hier auch entsprechende Distanzen umrechnen. Also wenn man so will, die 1,5 Meter zwischen zwei Stehenden, wie wir hier etwa, dann würden wir auf Empfehlungen kommen, die bei Schnellgehen, auf 4 bis 5 Meter kommen würden und bei Schnelllaufen auf 10 Meter. Das beruht auf verschiedenen Umständen, die doch sportliche Aktivität betreiben haben, ein anderes
Ausatmenverhalten der vordere und der hintere hat aber auch ein anderes Einatmenverhalten. Und deshalb kommen hier solche Empfehlungen zustande. Beim Fahrradfahren mit Windschatten etwa 30 km/h oder mehr würden diese Empfehlungen auf 20 Meter laufen. So. Ich wollte das nur einmal erwähnen, das ist sozusagen immerhin eine Studie von zwei Universitäten gemeinsam, damit wir uns das nicht nur jetzt sozusagen aus den Fingern lutschen, aber die Idee dahinter ist schon immer auch, wenn wir das jetzt so propagieren, durchaus mehr Betätigung zulassen zu wollen oder fördern zu wollen, dass man immer auch selber den Hausverstand einschaltet. Ja? Und was hilft da im Übrigen? Ja, diagonal versetzt laufen, wenn sie es. Ja? Oder wenn Leute selbst sehen, gerade auf Gehsteigen ist ja das manchmal schwierig, oder auch auf Wegen am Stadtrand, dass sie einen anderen überholen, rechtzeitig ausscheren damit man auf einen diagonalen Abstand kommt sozusagen, das macht wesentlich weniger aus, was jetzt auch nicht verwunderlich ist. Also alles, was nebeneinander ist, ist beinahe wieder im Bereich der sonstigen Abstandsregeln. Also diagonal versetzt ist schon eigentlich die meiste Miete, ist schon die Lösung des Problems. Und ich wollte Laufen und Fahrradfahren deshalb erwähnen, weil sich ja so großer Beliebtheit erfreut und wir hier entsprechend appellieren wollen, selber auch seinen Verstand zu benutzen. Ähnliches gilt nach wie vor für die Risikosportarten. Das ist ja jetzt nicht unmittelbar dann in Zukunft großartig verboten, aber wir appellieren schon an Zurückhaltung. Ja? Wenn schon noch jetzt am Schluss beim letzten Vieren eine Bergtour oder eine Skitour gemacht wird, dann sollte man das, glaube ich, nicht allzu sehr quantitativ ausreizen und bitten, was Leichtes, ja? Nicht was das Risiko erzeugt, erhöhte Unfallgefahren einzugehen. Warum das nun wieder? Ja, da gilt das, was wir vorher schon immer gesagt haben, weil wir eben die Rettungskräfte in Zeiten wie diesen doch besser anders eingesetzt wissen wollen und letztendlich auch die Kapazitäten im Krankenhaus, wenn denn doch größer was schief gehen würde. Ja? Das Gleiche gilt für Mountainbiken, nicht, dass das generell jetzt quasi in Verruf geraten soll, aber bekanntermaßen gibt es ja da auch Strecken, die besonders risky sind und andere, die ein bisschen harmloser sind. Also auch da wieder der Appell an den Hausverstand und an ein sozialverträgliches Verhalten. Jeder, der Risiko minimiert, hilft sonst auch wo, und dass er sich sportlich betätigen soll, ist ja jetzt zum wiederholten Male ausgesprochen erwünscht. Damit kommen wir, Stichwort Abstandsregeln, zu ähnlichen Fragestellungen beim Hochleistungssport und beim Spitzensport. Und da geht es um andere Dinge auch. Und ich definiere jetzt einmal die Gruppe der Spitzensportlerinnen, die hier noch einmal besonders hervorgehoben sein sollen. Das ist jetzt der angekündigte Teil 2. Da muss man ja schon erkennen, dass die eine besondere Situation haben, vergleichbar durchaus mit anderen im Wirtschaftsleben Stehenden, weil die ja einen Beruf ausüben. Das sind ja zum Teil ihre Berufssportlerinnen und Berufssportler. Wie würden Sie jetzt das so definiert haben, zu sagen, Spitzensportler, um die es jetzt anschließend geht, dann sind jene Personen, die eben die Tätigkeit auch beruflich ausüben, die daraus entsprechend zweitens Einkünfte erzielen und, was jetzt die folgenden Beausnahmungen betrifft von Betretungsverboten, und international hochklassig an Wettkämpfen teilgenommen haben oder, noch wichtiger, sich darauf vorbereiten und ihr Leistungsniveau auf diese Zeit hin nach der Krise entsprechend verbessern wollen, um an solchen international hochklassigen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Das ist jetzt logisch, wo ursprünglich die Debatte herkam. Das waren jene, die sich schon für Olympia qualifiziert haben. Das waren jene, die sich erst recht jene, die sich noch qualifizieren wollen. Denen wollen wir ja nichts in den Weg legen. Wir haben mit dieser Definition aber auch erfasst 300 Heeressportlerinnen und Heeressportler, und auch der Herr Innenminister wird Stellung nehmen
doch eine größere, ich denke 60 der Zahl nach, Spitzenpolizeisportlerinnen und Sportler. Wir hätten im Bereich des österreichischen Skiverbands bis zu 150 Athletinnen und Athleten, die das betreffen würde. Und wenn man weiter, die Kreise noch zieht, würden, bis jetzt hätten wir 500 des Personenkreises adressiert, dann noch bis zu 100 Personen kommen würden hier in Österreich, sodass diese Beausnahmung 600 ohne die Spitzenfußballerinnen und Fußballer 600 Personen betreffen würde. Was soll hier gelten? Ja, die Ausnahme vom Betretungsverbot für Sportstätten, auch jetzt Indoor, in dem Fall auch Indoor. Und hier geht es dann darum, dass auch die Mindestabstände entsprechend eingehalten werden. Die werden wir jetzt da hier mit mindestens 2 Meter festlegen für alle möglichen Tätigkeiten dort. Wir brauchen mindestens die 20 Quadratmeter, jetzt wieder Indoor, ähnlich wie in Supermärkten, aber eben mindestens pro Person, ist ja logisch. Da würden auch die Betreuerinnen und Betreuer dazu gezählt werden. Die Betreuerinnen und Betreuer sollen und dürfen im unbedingt nötigen Ausmaß hier mit, wenn sie so wollen, teilnehmen oder mit dabei sein. Ansonsten gelten die üblichen Regelungen wie Desinfektion der Sportgeräte, Hygienevorschriften etc. Also das ist jetzt der Bereich Hochleistungssport, wo wir den Sportlerinnen und Sportlern ermöglichen wollen, hier sich entsprechend zu betätigen, und für viele ist es auch eine berufliche oder zumindest eine relevante teilberufliche Tätigkeit. Letztes, immer öfter in Diskussion kommenden sogenannten Geisterspiele. Das bezieht sich in Österreich jetzt einmal vorläufig und bis auf Weiteres nur auf den Fußball und da auf die alleroberste Liga. Geisterspiele definieren sich eben dadurch, dass keine Zuschauer auf den Tribünen sind und Zuseherinnen, aber wenn man gesellschaftlichen Nutzen ableiten wollen würde oder erkennen wollen würde, dann deshalb auch, weil es die entsprechenden, und dazu wird es ja dann auch oder vor allem auch gemacht, die entsprechenden Fernsehübertragungen geben könnte und diese Möglichkeit des dann wohl passiven sportlichen Konsums zu Hause ermöglicht wird. Wir sind ja mit ganz, ganz vielen Leuten telefonisch in Kontakt. Viele Menschen machen auch Zuschriften. Wir sind mit vielen, vielen Sportfunktionärinnen und Sportfunktionären in Kontakt. Es ist nicht immer so, dass die alle sich einer Meinung wären, wie überhaupt im Leben, ja. Aber generell gibt es einen gewissen Trend dorthin. Und wir als Bundesregierung und als Gesundheitsministerium, als Innenministerium, als Sportministerium, wir wollen es zumindest ermöglichen. Wir wollen nicht im Wege stehen. Was ist darunter jetzt einmal zu verstehen im Näheren unter so einem Geisterspiel? Nun, und was sind die Voraussetzungen dafür? Ja? Dass es 11 plus 11 am Feld weitergeht oder 11 gegen 11, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Wir sehen aber schon, dass wir hier andere Vorschriften zusätzlich brauchen, weil hier ja keine Mindestabstände eingehalten werden. Mehr können. Das ist ja nicht mehr der gleiche Sport sonst. Das heißt, wir würden hier, und das ist alles, was ich bis jetzt gesagt habe und noch sagen werde, mehr oder weniger synchron oder parallel mit den Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland, dass hier entsprechend vor so einem Spiel in der kürzestmöglichen Zeit, das können sein 24 Stunden, ich denke maximal 48 Stunden, die entsprechenden Tests gemacht werden. Und zwar Virusnachweistests, also jene dieser Art, wo man erkennen könnte, ob jemand infiziert ist oder nicht. Und zwar für alle Mannschaftsmitglieder, für alle Betreuerinnen, die hier eine entsprechende Rolle spielen. Die Bundesliga in dem Fall müsste sich selbst um die Tests kümmern, sowohl um die Kits als auch um die gesamte Testsystematik, die hier notwendig ist, um zu einer entsprechenden Diagnostik zu kommen. Was die Trainingsmöglichkeiten betrifft, wissen wir von Deutschland, dass dort die Spitzenclubs in der Bundesliga schon begonnen haben mit Kleingruppentrainings. Das ist deshalb relevant, nicht weil die Gruppe unbedingt klein ist, das ist natürlich auch wichtig, aber dass es immer die gleichen sind. Also 5er- oder 6er-Gruppen, immer die gleiche Anzahl, da ist ganz logisch, um was es geht. Sollte ein Verdachtsfall auftauchen, ist diese Gruppe natürlich herauszunehmen. Das kann sofort beginnen. Und später, wenn die Mannschaft ganz normal trainiert, wird es auch schon die Vorschreibung zu diesen Tests geben.
Ich hatte gesagt, jetzt schon beginnen. Das führt mich zum Datum. Das, was Freizeitsport betrifft und Breitensport, bezieht sich auf den 1. Mai. Das soll ab dann gelten, wie wir angekündigt haben, dass mit 1. Mai sehr viel aufgemacht wird. Und was die Berufsausübung der Spitzensportlerinnen betrifft und die Trainingsmöglichkeiten dieser Kleingruppen hier, soll das so schnell als möglich umgesetzt und in Kraft gesetzt werden. Und wir sind zuversichtlich und in Übereinstimmung mit dem Gesundheitsminister, mit dem wir eben noch Kontakt hatten, dass das bis Montag, 20. April, geschehen könnte. Die entsprechende Verordnung, die, wie gesagt, das Ganze über die entsprechenden Ausnahmebestimmungen regeln wird. Damit komme ich einerseits zum erfreulichen Resümee und andererseits zum betrüblichen. Erfreulich ist, dass doch wesentlich was in Bewegung kommt, im wahrsten Sinn des Wortes. Betrüblich ist, dass Zuseherinnen und Zuseher weiter hier nicht vorgesehen sind. Wir haben auch keine Perspektive dafür, keine zeitliche, bitte um Verständnis dafür. Das wäre nicht sehr verantwortungsvoll. Das heißt aber auch und abschließend, dass die Vereine, ob sie jetzt kleine sind, Unterligavereine, oder die Spitzenclubs betreffend, dass sie die Einnahmenausfälle natürlich haben, weil sie ja kein Eintrittsgeld kassieren können. Und das weist eben noch einmal darauf hin, dass wir ja auch, was alle Non-Profit-Organisationen betrifft, damit aber auch alle Sportvereine, die einmal jetzt nicht auf Gewinn gerichtet sind, hier in die entsprechenden Fonds kommen können und dort, wo sie noch nicht vorgesehen sind oder nicht geeignet sind für diese Art Sportvereine, werden sie gerade eben geschaffen und wir sind intensiv und in dieser Woche eben noch mit dem Finanzminister in Kontakt und wir sind zuversichtlich, dass wir auch hier eine entsprechende Lösung anbieten können, also auch im Sport, genauso wie dann im Übrigen in der Kunst und Kultur und bei anderen Veranstaltern, die wir vielleicht noch gar nicht so am Radar haben, auch da gilt, dass niemand zurückgelassen werden soll und größere Teile der Schäden ersetzt werden sollen. Und was die Profiklubs betrifft, bei denen wir vorher uns aufgehalten haben, da gilt, dass entweder die bestehenden Wirtschaftsfonds schon genutzt werden können oder, wenn das zu umständlich ist, können wir hier auch noch einen eigenen Fonds schaffen, der den wirtschaftlichen Fonds wie dem Corona-Hilfsfonds nachgebildet ist und abgewickelt werden könnte, dass soweit es den Sport betrifft, über die entsprechende GmbH. Damit bin ich tatsächlich zum Schluss gekommen und wollte nicht unerwähnt lassen, dass wir auch die finanziellen Perspektiven hier nicht aus dem Auge verlieren, weil wir wissen, dass wir Stand jetzt mehrere Monate eigentlich nicht mit der Nachricht aushelfen können, dass hier Zuseherinnen und Zuseher Sportveranstaltungen wieder beiwohnen können. Dankeschön. Dankeschön, Herr Vizekanzler. Bitte, Herr Innenminister Nehammer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Vizekanzler und Sportminister hat es gerade vorher angeführt. Sport in Österreich findet ganz stark durch Vereine statt, vor allem ehrenamtliche Vereine. Und als Innenminister und als Innenministerium sind wir oberste Vereinsbehörde. Und es ist mir ein großes Anliegen, Danke zu sagen. Den Funktionärinnen und Funktionären, den Mitgliedern dieser Sportvereine, aber auch der Vereine allgemein, es sind 124.000 insgesamt in Österreich, davon 15.000 Sportvereine mit mehr als 2 Millionen Mitgliedern. Danke für deren Disziplin, danke für das an die Regeln halten. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag durch ihr Tun für die Gesellschaft. Vereine sind das Herz und der Motor einer Gesellschaft. Und wir sind jetzt den nächsten Schritt gegangen, so wie wir es angekündigt haben, zu dieser neuen Normalität zurückzukehren. Das heißt aber da eben auch immer die Beurteilung der Lage, was ist möglich an neuen Regeln, die wir definieren können, damit auch mehr Vereinsleben, Sportleben wieder möglich ist. Der Sportminister und Vizekanzler hat es auch schon angesprochen, es gibt auch bei der Polizei 60 Spitzensportlerinnen und Sportler. Das Besondere ist, dass sie jetzt in der Phase des Coronaviruses, wo wir jede Beamtin, jeden Beamten gebraucht haben im Einsatz auf der Straße, auch ganz normal jetzt ihren Dienst versehen haben. Genauso aber jetzt erleichtert sein werden, dass es wieder die Möglichkeit gibt zu trainieren, damit sie das, worin sie auch wirklich auch besonders gut sind in ihren sportlichen Aktivitäten, auch da wieder zu ihren Leistungen anschließen können. Das ist zum Beispiel der Clemens Doppler als Volleyballer oder die Conny Hütter als Skirennläuferin, genauso wie die vielen Heeressportlerinnen und Heeressportler, die ebenfalls jetzt gezielt und eben nach Maßgabe wieder mit ihrem Training beginnen können und damit zu ihren Leistungen, die sie vollbracht haben, auch wieder anschließen können. Der Vizekanzler und Sportminister hat aber auch gerade vorhin dargelegt, dass es doch eine
komplexe Materie ist, mit der wir uns da alle gemeinsam auseinandersetzen müssen, nämlich die Vereine an sich. Er hat schon ausgeführt, dass es wichtig ist, dass dann die Umsetzung auch von den Dachverbänden heraus auch geregelt werden soll. Das heißt, was ist die Rolle der Polizei? Die Rolle der Polizei in dieser Situation ist, der Partner zu sein, jetzt gerade für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Gemeinden, weil dort findet ganz viel ehrenamtliche, sportliche Tätigkeit statt. Wir haben eine Initiative, die heißt Gemeinsam sicher. Ziel der Polizistinnen und Polizisten vor Ort in den Gemeinden ist es dann, gemeinsam mit dem Sportministerium eben zu informieren, was ist möglich, was ist zulässig, aber auch dort natürlich dann, wo es notwendig ist, einzuschreiten und auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Denn natürlich fällt es jetzt den Vereinsmitgliedern schwer, wenn sie im Breitensport sind, dass es dann ohne Zuschauer die sportliche Aktivität stattfindet. Aber das muss eben sein, weil wir noch immer danach trachten, die Infektionskette zu durchbrechen, noch immer danach trachten müssen, dass diese positive Entwicklung der Zahlen, die wir in Österreich haben, mehr Genesene, mehr Gesunde als Infizierte, dass wir die auch weiterverfolgen können, damit es einmal diesen Zeitpunkt gibt, den wir uns, glaube ich, alle gemeinsam herbeisehnen, dass es irgendwann einmal diese ganzen Einschränkungen gar nicht mehr braucht. Also das heißt, die Polizei steht an der Seite der Vereine, steht an der Seite der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit der Initiative Gemeinsam sicher, mit dem Sportministerium werden wir alles dazu tun, dass dieses gezielte, kontrollierte, neue Lockern von Maßnahmen so abläuft, dass wir nicht wieder dann in die Situation kommen müssen, weil es eine verstärkte Infektionskette wiedergeben sollte, dann diese Maßnahmen wieder zurücknehmen zu müssen. Das heißt, gemeinsam, glaube ich, können wir diesen Weg gehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt. Die Menschen sind wirklich diszipliniert. Ich danke dafür den Österreicherinnen und Österreichern, den Menschen, die in Österreich leben, so wie der Vizekanzler schon ausgeführt hat. Wir haben gestern den ersten Tag ja der neuen Regelungen gesehen, den ersten Tag, wo man sagt, Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Verkehrsmittel, dass die Baumärkte geöffnet haben, dass die kleinen Geschäftslokale geöffnet haben. Und das Ergebnis ist sensationell. Ich habe mit allen Landespolizeidirektionen vorher Rücksprache gehalten. Es halten sich die Anzeigen in einem wirklich geringen Rahmen, die Organstrafmandate, die ausgestellt werden mussten, weil die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen, die in Österreich leben, die Maßnahmen mittragen. Wir brauchen diese gemeinsame Disziplin und dann gibt es vor allem dann auch hoffentlich demnächst den Zeitpunkt, wo wir all diese Einschränkungen auch nicht mehr brauchen werden. Danke. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Erste Frage vom ORF Sport, bitteschön. Ja, an den Herrn Vizekanzler die Frage. Also wenn ich das richtig verstanden habe, diese Maßnahmen gelten ab 1. Mai. Im Fußball betrifft dieses Trainingserlaubnis jetzt wirklich nur die 12 Vereine von der höchsten Liga, ist das korrekt? Und alle anderen Vereine ab der zweiten Liga abwärts dürfen noch nicht gemeinsam trainieren? Das ist der erste Teil meiner Frage. Und der zweite, im Breitensport, im Freizeitsport, diese Lockerungen für kontaktlose Sportarten, die gelten nur outdoor. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Freizeit-Tischtennisspieler bin, darf ich, obwohl auch kontaktlos, in einer Halle noch nicht spielen. Ist das richtig? Ja, zwei Fragen, die in der Tendenz ja schon richtig mitbeantwortet wurden. Die Termine noch einmal. Für die Breiten- und Freizeitsportlockerungen, die wir hier angekündigt haben, gilt der 1. Mai als Termin. Dann nehme ich den Schluss Ihrer Frage gleich mit. Tatsächlich gilt das jetzt einmal für die Outdoor-Bereiche. Wir haben aber auch im Sport die Synchronisation mit der Gesamtbeobachtung der Zahlen, die wir vorher erwähnt haben. Das geht also, wie gesagt, von den Infizierten bis zu den Belastungsgrenzen der Intensivmedizin, dass wir auch hier immer wieder rollierend vorausschauen werden und es durchaus möglich ist, dass wir in der nächsten Etappe auch für Indoor-Sportarten, was die Hobby-, Freizeit-, Breitensportlerinnen und Sportler betrifft. Tatsächlich ist es jetzt einmal so, dass wir hier die Outdoor-Aktivitäten im Auge haben, was ja mal nicht so schlecht zum Frühlingsbeginn passt. Die andere Frage hat sich auf den Fußball bezogen. Tatsächlich hätten wir jetzt von all dem, was wir auch wahrgenommen haben, von einerseits der öffentlichen Debatte, aber auch den Gesprächen mit den Funktionärinnen und Funktionären, die oberste Liga im Fußball im Auge und den Cup-Finalisten, in dem Fall Austria Lustenau, damit
die einmal die Signale haben, einsteigen zu können. Und worauf bezieht sich das sofort? Das sind diese Einheiten mit diesen 5- oder 6er-Gruppen. Das Weitere muss ja dann, das gehört auch zur Beantwortung dieser Frage dazu, das Weitere hätten wir uns ja so vorgestellt, dass die Liga selber auch sich beteiligt an den Vorschlägen, die man dann wieder mit dem Gesundheitsministerium rückkoppeln kann. Also wir treten da auch sehr gerne als Vermittler auf. Und dass man wechselseitig schaut, was braucht es, was geht, weil ja jetzt nicht anzunehmen ist, dass wir in der Regierung oder mit unserem Beamtenapparat hier ganz genau wissen, was auf jedem Quadratmeter am Platz das Beste ist. Ja, das maßen wir uns ja noch nicht einmal an. Aber wir können umgekehrt, Stichwort Ermöglicher sein wollen, danach trachten zu schauen, ist das salopp ausgedrückt, ob sich das dann in dem Fall gesundheitspolitisch ausgeht, was hier notwendig ist. Weil wir wollen ja das nicht nur pro forma ermöglichen, es soll ja auch praxistauglich sein. Allerdings muss die letztendlich, damit es da kein Missverständnis gibt, das wissen die Betreffenden ja auch, muss die Liga, meinetwegen auch der ÖFB, die sind ja heute und morgen, wie Sie wissen, besonders intensiv in Kontakt, genau zu diesen Fragen, muss die Liga das selber entscheiden, beziehungsweise der ÖFB. Und mein Informationsstand geht im Übrigen so weit, dass zumindest ab der Regionalliga, diese inklusive, bis zu den unterklassigsten Ligen hinunter, im Wesentlichen, ich will da nicht vorgreifen, aber ich will die Information, die mir zugetragen wurde, auch nicht verheimlichen, die Saison abgebrochen wird, was das immer juristisch heißt, im Inner Fußballverbandsgetriebe. Daraus könnten Sie schließen, dass die zweite Liga noch so ein bisschen dazwischen steht. Wir möchten jedenfalls einmal, genauso wie wir das in der Bundesrepublik beobachten, das für die oberste Spielklasse ermöglichen. Sollte es da einen Mehrbedarf geben, dann sind wir die Ersten, die hier ein offenes Ohr haben. Servus TV, bitte. Eine Frage an den Herrn Sportminister, und zwar Formel 1 Geisterrennen. Ist es vorstellbar, dass in Spielberg zum Formel 1 Auftakt ein Geisterrennen stattfindet, und wenn ja, unter welchen Umständen? Und die zweite Frage, was Fußball betrifft, diese ganzen Hobbyfußballvereine. Ab wann können die hoffen, wieder draußen spielen zu können? Wie muss der berühmte Replikationsfaktor sein oder die Ansteckungskurve, dass das ermöglicht werden kann? Ja, zum Geisterrennen, Geisterspiele, Geisterrennen, möchte ich noch mal so viel sagen, auch da gilt, dass wir zumindest nicht im Wege stehen wollen. Allerdings ist das ja wieder eine völlig andere Situation als Spiele im Stadion, da sind mehr Leute betroffen. Dort die Mindestabstandsregeln natürlich genauso eingehalten werden müssten. Das scheint aber möglich, was ich aus den entsprechenden Verbänden höre. Ich möchte auch nicht verheimlichen, dass ich erstens einmal mit dem steirischen Landeshauptmann diesbezüglich in Kontakt stehe, weil es geht ja um Spielberg in Österreich jedenfalls. Dieses wäre im alten Kalender, dieses Rennen wäre ja im Juli, wie auch immer. Das müssen ja alles die Sportverbände letztendlich selber entscheiden. Und dass ich auch mit dem Helmut Marko da in Kontakt war, der ja seinerseits hier bei Red Bull eine entsprechende Rolle spielt und sich ebenfalls als Vermittler hier betätigt hat. Und ich habe ihm genau Folgendes mitgeteilt, und das möchte ich auch einlösen, dass wir einmal den zuständigen Motorsportverbänden alle geltenden Richtlinien übermitteln als Service. Dann können die einmal schauen, was geht sich aus oder nicht. Ich weise nur darauf hin, dass es dort, und das hat sich auch in dem Gespräch schon herauskristallisiert, eher weniger die Abstandsregelungen sein werden, die eine Rolle spielen, sondern die Ein- und Ausreisebestimmungen, weil das eben ein internationaler Tross ist, jetzt im besten Sinn des Wortes, und das muss dann im Rahmen der bestehenden Ein- und Ausreisebeschränkungen betrachtet werden. Wenn da oder dort eine Ausnahmegenehmigung gebraucht werden würde, würde ich da nicht vorgreifen. Nur im Prinzip wird das entweder mit Quarantäne verbunden sein oder mit entsprechenden Gesundheitstestdaten, die meines Wissens jetzt auch möglich sind. Da kann ich ja durchaus auch an den Innenminister weitergeben, der ja hier für die Einreisebestimmungen ohnehin der Kompetentere ist. Aber im Prinzip
von der Formel 1 selber ja quasi bedeutet, dass das eigentlich aus ihrer Sicht sich ausgehen könnte. Ja? Selbst der eine oder andere, der vorher in Quarantäne geht, wäre denkbar, aber ich will mich da nicht weiter einmischen, ich will nur die bestehenden Regelungen angewandt wissen und ob und inwieweit hier Ausnahmeregelungen sinnvoll oder gerechtfertigt sind, will ich auch nicht vorgreifen, aber die können sich das jedenfalls vorstellen. Für uns ist wichtig, die Abstandsregelungen müssen gelten und irgendwann wird es natürlich auch eine Frage der Anzahl der Personen dieses Trosses sein, weil Zehntausende sind weniger günstig als 1000, denke ich, weil natürlich mit jeder Zahl sich dann trotzdem die Wahrscheinlichkeit erhöht, bei allen Tests und sonst was, dass doch irgendwas passiert. Das kann ich dazu sagen. Ich würde gerne an den Innenminister weitergeben und das improvisieren wir da gerade ein Stück. Ja, wir haben sehr strenge Einreisebestimmungen derzeit in Österreich und das wird auch vorläufig so bleiben, weil es ja unsere Nachbarstaaten uns erstens einmal gleich tun und weil wir auf eines achten müssen, wenn wir es schaffen, jetzt in Österreich die Infektionskurve klassisch abzuflachen und wenn wir sehen, dass wir tatsächlich diesen positiven Trend fortsetzen können, dass wir weniger Infektionen haben als Gott sei Dank genesene Menschen, dann dürfen wir eines nicht riskieren, dass wir uns eine Infektionskette dann ins Land holen, die sich dann wieder rasch verbreitet. Ich möchte noch einmal eins ins Bewusstsein rufen, weil das, glaube ich, immer zum Verständnis wichtig ist, warum wir das alles tun, warum wir so vorsichtig agieren und warum wir wirklich immer Fall zu Fall beurteilen. Von 5 infizierten Coronavirus-Patientinnen und Patienten hat nur ein Patient tatsächlich Symptome. Das heißt, 4 andere tragen das Virus in sich, spüren es nicht und können andere massiv infizieren. Und genau das ist der Grund, warum wir so vorsichtig sind, warum wir schrittweise agieren, warum es auch jetzt nach wie vor diese strengen Einreisebestimmungen braucht. Also entweder, wenn man nach Österreich kommt, sofort in die Isolierung gehen oder ein Gesundheitszeugnis vorweisen, das nicht älter ist als 4 Tage und einen negativen Coronavirus-Test hat, weil wir sonst keine Chance haben, das Virus tatsächlich nachhaltig einzudämmen. Die zweite Frage bezieht sich auf die Profifußball, sondern ja. Hobbyfußball, ab wann das möglich sein wird, weil es Kontakt. Ja, da kann ich keine Prognose geben. Da geht es jetzt wieder, für das alle verstehen, nicht wieder um Zuseherinnen oder diese Idee von Veranstaltungsbeschränkung. Da, ob Hobbyfußball möglich ist oder unterklassiger Fußball im Mannschaftsbetrieb, das kann ich noch nicht prognostizieren, weil wir ja entlang dieser Sportarten sehen müssen, dass es hier immer wieder zu Körperkontakt kommt. Und solange uns nichts anderes zur Verfügung steht, medikamentös oder impfungstechnisch, stelle ich mir das auch für die Zukunft, um ein offenes Wort auszusprechen, sehr, sehr schwer vor. Ob und inwieweit der ÖFB oder die Vereine in den unteren Ligen selber dafür Sorge tragen können, verlässlich und auch entsprechend beobachtet im Übrigen, weil es braucht ja gesellschaftliche Sicherheit, hier selber mit Testverfahren voranzukommen, ist noch einmal eine andere Frage. Aber irgendwann wird es bei vielen, vielen Fußballvereinen bis in die erste Klasse, wenn Sie so wollen, Steiermark-Ost, bei mir zu Hause hinunter, doch sehr, sehr aufwendig, sodass man im Moment die Fantasie fällt, wie das zu bewerkstelligen ist. Theoretisch steht es so gehen, ja, weil wir müssen einfach die Regeln dann nach unten transponieren. Nur, wenn ich alles zusammenzähle und wieder dann von hinten den Hausverstand walten lasse, sehe ich das bis auf Weiteres nicht oder jedenfalls sehr, sehr schwierig. Und Körperkontakt ist nun einmal sozusagen nicht nur nicht günstig, sondern eigentlich zu unterbinden. Und genau aus dem Grund, oder nicht nur, aber auch aus dem Grund, gibt es ja das Sportstättenbetretungsverbot, die dann nur halt von entsprechenden Ausnahmen erfasst sind, damit andere das tun können, was wir unter den bestimmten Regeln für möglich halten. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt dadurch runterdekretieren werden bis zur ersten Fußballklasse. So, zunächst eine Frage der APA und dann wechseln wir hier auf diese Seite, bitte. Eine Anschlussfrage zu den Einreisebestimmungen. Kann das auch sein, dass man sich dann die aktuellen Zahlen und die Covid-Situation in anderen betroffenen Ländern anschaut? Zum Beispiel in der Formel 1 sind sehr viele im Tross jetzt aus England. Könnte das dann auch ein Kriterium werden? Nein, wir sind in der Summe immer in einer Gesamtbeurteilung. Also es werden alle Länder genau beobachtet, die derzeit vom Coronavirus betroffen sind. Eben einerseits, wie sich die Infiziertenzahl entwickelt, dann die Krankenhaussituation in den jeweiligen Ländern, die Intensivbettenstationen und natürlich auch wieder der Genesenen und leider auch der Todesfälle. Sie wissen, international haben wir dramatische Zahlen, sei es die USA, sei es Italien, sei es Spanien, wo erschütternde Zahlen sind, wo Menschen Opfer werden des Coronavirus.
Das heißt also, wir müssen jetzt danach trachten, dass wir auch natürlich auf nationaler Ebene in Österreich genau diese Beurteilung der Lage jeden Tag vornehmen. Sie kennen selbst die Veröffentlichungen durch das Gesundheitsministerium. Da wird auch da genau geschaut, wie sind die Infizierten, wie sind die Genesenen. Aber die wichtigste Zahl, die hat der Vizekanzler schon angesprochen heute, die ist die der Intensivbettenkapazitäten. Die ist auch Gott sei Dank in Österreich eine derzeit sehr gute, also ausreichend Kapazitäten vorhanden, aber das ist ein kostbares Gut. Das kann sich dramatisch ändern, wenn die Infektionskurve wieder nach oben steigen sollte. Daher bitte nochmals mein Appell für Verständnis für all die Maßnahmen, die wir gemeinsam in der Regierung hier erarbeiten, weil es so wichtig ist, dass wir diesen positiven Trend, das Abflachen der Infektionskurve durchzuhalten, jetzt auch fortsetzen. Danke. Zuerst Puls, dann Ö24. Nochmal kurz zu diesen Sportarten, die alle ab dann Mai wieder möglich sein sollen. Sie haben Leichtathletik, Tennis, Golf exemplarisch angesprochen. Vielleicht zur Präzisierung nochmal. Gibt es dann von Ihnen, von der Regierung sozusagen einen Kriterienkatalog, was unter welchen Umständen durchgeführt werden darf? Weil Sie gesagt haben, auch, es wird dann teilweise den Verbänden ein bisschen überlassen, habe ich den Eindruck gehabt, wie Sie das ausführen. In der Leichtathletik gibt es wahrscheinlich Disziplinen, die relativ leicht durchzuführen sind. Ein Hürdensprint stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor mit 5, 6 Läufern. Also wie wird da ganz genau vorgegangen? Ja, die Ausführungsempfehlungen werden, das ist ja unsere Idee hier, von den Fachverbänden übernommen werden können. Aber zunächst, was die Kriterien der Beausnahmung der Betretungsverbote betrifft, ist natürlich das Gesundheitsministerium aufgerufen. Und aufgrund der entsprechenden Überlegungen und Vorarbeiten wird das an das Ressort von Rudi Anschober dieser Stunden weitergereicht. Das heißt aber, dass meine Aufzählung zwar eine beispielhafte ist, aber keine endgültige. Weil man glaubt ja gar nicht, was man alles übersehen kann. Ja? Aber deshalb sind ja die Kriterien so wichtig, die heranzuziehen sind. Aber insbesondere springt einmal ins Auge, dass das möglich wäre. Und ja, sicherlich bei Leichtathletik gibt es große Unterschiede, was das gerade ist. Aber ich unterstelle ja um Gottes Willen ohnehin, dass es jetzt einmal um das Training der Einzelnen geht und nicht um Wettkämpfe. Also wenn Sie einen Hürdenlauf ansprechen, dann ging es ja nicht darum, dass hier auf der Laufbahn jetzt da alle nebeneinander sich in den Wettkampf begeben würden, und sei es nur trainingshalber, sondern dass die das entsprechend mit den Abstandregelungen alleine machen, um eben ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, zu erwerben. Wenn sie Nachwuchssportler sind, gibt es ja auch im Semiprofibereich. Das ist im Vordergrund. Und insofern muss sich das machen lassen, sonst gibt es nämlich ein Problem, dass die entsprechenden Abstände eingehalten werden. Aber im Prinzip ist das ja fast bei jeder Leichtathletik-Sportart denkbar. Was man nur nicht machen kann, ist sozusagen ein Laufbewerb, wo man 8 Leute auf die Laufbahn lassen, weil gerade 8 Spuren da sind. Na, so ist das nicht gedacht. Danke, Ö24 und dann Profil. Wie schaut es generell aus mit Fitnessstudios? Wann werden die wieder aufgesperrt oder wie kann man das einteilen? Ja, bei den Fitnessstudios sind wir auch darauf verwiesen, das für zukünftige Regelungen zu betrachten, was die allgemeine Zugänglichkeit betrifft. Für die Spitzensportler hier gibt es einmal diese Quadratmeter-Regelung, mindestens 20 Quadratmeter. Auch da, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, ist auch der Gesundheitsminister dahinter, hier, wenn Sie so wollen, über einen Vergleich von internationalen Studien mehr Erkenntnisse zu gewinnen, was hier die entsprechenden Marktzahlen sein können, dort jetzt etwa um die Luftkubatur in einem geschlossenen Raum gehen etc., das kann man sich alles auch so vorstellen. Und ich würde aber schon die Hoffnung damit verbinden, dass wenn wir hier gerade im Spitzensport bestimmte auch Indoor-Regelungen haben, dass die dann, wenn sie sich entsprechend bewähren, da muss man ja mal in der Praxis schauen, dass man jetzt nicht überschießend reguliert oder was, dass das dann übertragbar ist, auch auf Freizeitsportler etc. Und bei den Fitnessstudios habe ich natürlich großes Verständnis für die Nachfragen und für die Sorgen, weil die sind ja aus Sicht der Betreiber her ja selber ein Wirtschaftsbetrieb. Das ist ja nicht irgendein Quetschen. Und da müssen wir schon besonders auch drauf schauen. Es sind halt nur die Umstände, unter denen dort Sport getrieben wird, sehr, sehr schwierige. Und ob das dann überhaupt ökonomisch lukrativ aufsperrbar ist jedes Mal, ist ja noch einmal eine andere Frage. Weil natürlich ist vorstellbar, dass wir die Regeln vom Spitzensport auch auf den normalen
Konsumenten, die Konsumentin übertragen dort. Nur wird das unter Einschränkungen sein, denke ich, die dazu führen, dass das ein anderer Betrieb ist. Insbesondere, dass die Anzahl der Menschen viel geringer sind. Ja, wir können ja auch nur appellieren, mit uns als Regelgeber Verständnis zu haben, weil das oberste Ziel bleibt, einmal die maximalen gesundheitspolitischen Anliegen zu erreichen. Wir wägen ohnehin dauernd ab, aber das Ziel ist, möglichst viel, möglichst gesund zu halten, ja, und möglichst wenig Risiko zu nehmen, um sie weiter anzustecken. Ja. Ein bisschen was riskieren wir eh, ja, weil sonst müssten wir ja alles zusperren. Profil, bitte. Wann werden Schwimmer wieder schwimmen können und wo? Das heißt, wann werden die Hallenbäder geöffnet, wann werden die Freibäder geöffnet, sofern Sie das überhaupt schon sagen können? Wird man in der alten Donau schwimmen können, in der neuen Donau, in Seen? Was sind da die Pläne? Ja, da kann ich noch gar nichts Definitives verkünden. Es wird ja auch gerade nicht nur an mir liegen. Richtig ist, dass man sich in verschiedenen Ressorts auch darüber schon Gedanken gemacht hat, naheliegenderweise. Einen Vorgriff darf ich machen, aber das trübt jetzt vielleicht ein bisschen die Stimmung. Es ist nicht vorstellbar, dass mit 1. Mai die Bäder aufsperren, so wie wir sie kennen. Und gar nicht einmal, weil man zu wenig wissen würde über das Verhalten beim Schwimmen, mögliche Ansteckungsprobleme, sondern weil wir ja dann immer danach trachten müssen, was ist der Abstand auf der Liegewiese, das geht ja vielleicht eben auch noch. Es ist aber wie bei vielen solcher Institutionen das Ein- und Auslassmanagement eine Rolle. Und beim Baden sind ja immer wieder viele Kinder betroffen, wenn man sich das so überlegt, dann hast du Badeschluss und dann strömen oder stürmen alle zum Ausgang. Und also ich beglückwünsche all jene, die jetzt sich schon sagen trauen, wie sie das dann regeln, dass die nicht alle auf engsten Kontakt zusammenlaufen. Also das steckt da dahinter, aber ja, natürlich sind wir auch da daran interessiert, hier was zu ermöglichen. Und noch einmal anders ist es, glaube ich, bei größeren Wasserflächen, die vielleicht auch frei zugänglich sind. Und da will ich nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich denke, dass da andere Lösungen möglich wären. Nur momentan war es nicht die Intention, auf dieser Pressekonferenz zum Schwimmen was zu sagen. Wenn die allgemeinen Abstandsregeln eingehalten werden, glaube ich, wüsste ich auch nichts von einem Betretungsverbot in einen See hinein, wenn man da allein ist. Aber ich kann da momentan auch nur dilettieren und wir werden uns das näher anschauen. Aber was die Freibäder mit Eintritt betrifft und entsprechenden Kassen und Ein- und Ausgängen, da habe ich die Probleme erläutert und das muss ich leider festhalten, dass das mit 1. Mai mit Sicherheit nicht erlaubt werden wird. Wir arbeiten aber daran, dass das unter bestimmten Voraussetzungen später noch geht und quasi dieser Badesommer als Badesommer noch nicht verloren gegeben werden muss. Frau Tannhauser vom ORF, Zeit im Bild bitte. Ich hätte gerne ein bisschen eine Präzisierung zum Beispiel, was den Reitsport zum Beispiel betrifft. Da gibt es jetzt schon sehr viele unterschiedliche Auslegungen. Zur Bewegung des Tieres ist das an sich schon erlaubt. Manche meinen aber Ausreiten nein, Ausreiten ja. Gibt es da einmal Präzisierungen? Und was ist zum Beispiel in diesen Bereichen mit dem Sportunterricht? Ist zum Beispiel Unterricht im Freien, Reitunterricht dann erlaubt oder Yoga-Unterricht im Freien? Und Sie haben vorige Woche, glaube ich, war das gesagt, alle Veranstaltungen bis Ende Juni, Sportveranstaltungen bis Ende Juni wird es nicht geben. Ist das nach wie vor jetzt für die breiteren Sportarten so oder gibt es da einen neuen Plan? Letzten zuerst, das mit 1. Juli war es im Übrigen bis 30. Juni, bezieht sich auf den Begriff der Veranstaltungen an sich. Also da geht es immer darum, ob Zuschauermengen zusammenkommen oder ob durch irgendeine Veranstaltung das nachgeradezu intendiert ist, Zuschauer sozusagen anzulocken. Das ist das eine. Das andere ist Pferdesport, unter Auslegung von allen Dingen, die jetzt gelten, mag da auch schon das eine oder andere möglich gewesen sein, aber ich will dann nicht in die Gegenwart oder Vergangenheit dilettieren. Ich kann nur sagen, was wir uns für die Zukunft vorstellen. Ab 1. Mai, ja, das ist dann möglich, die Ausritte, ganz klar. Es ist auch
mit Sicherheit, wenn Gruppen ausreiten, wahrscheinlich möglich, mit entsprechenden Abständen hier vorzugehen. Wie weit es, auch da dürfte wahrscheinlich wieder von den Empfehlungen her gelten, besser nicht hintereinander, sondern eher nebeneinander und ganz einfache Dinge. Allerdings, was noch mit die Frage war, war der Unterricht, ja, also das ist ja jetzt nichts, was dem klassischen Schulwesen entsprechen würde. Also da gelten die normalen Abstandsregeln und insofern würde auch in diesen Sportarten, der ja, die sind in der Regel privat organisiert, dann auch entsprechend Unterricht möglich sein. Also ich würde jetzt nicht wissen, was da dagegen spricht, außer dass immer die, sind die nicht so viele, ja, vor allem die Abstandsregeln einzuhalten sind und die sonstigen Hygienevorschriften, wobei die oft einen neuen Empfehlungscharakter haben, wo halt überall Desinfektionsmittel rumstehen sollen, nur nicht auf der Wiese draußen, aber dann halt vielleicht beim Heimkommen zum Reitstall zurück. Ja. So, wir kommen gleich zu den Kollegen im Homeoffice. Zunächst noch eine Frage von OF Sport, bitte. Ich darf das jetzt auch gleich nutzen, zwei Fragen in einer zu verpacken. Das eine betrifft den Fußball. Wenn Sie sagen, dass die Bundesliga-Clubs Anfang Mai wieder in kleinen Gruppen anfangen dürfen zu trainieren, sehen Sie dann eine Chance, dass man spricht immer von 2 Wochen Vorlaufzeit, dass vielleicht wirklich Mitte, Ende Mai die Meisterschaft dann wieder losgeht? Nämlich jetzt wirklich zeitlich ganz konkret, jetzt ohne vorwegzunehmen, was jetzt ÖFB-Präsidium und Bundesliga sagt. Und das andere, es gibt sehr viele Kinder und Jugendliche in Österreich, die Sport betreiben und auch in Vereinen gemeldet sind. Treffen diese Maßnahmen und diese Lockerungen 1:1 auch die Kinder? Also dürfen die jetzt auch ihre Sportart im Freien kontaktlose Sportarten ausüben oder gibt es da auch vielleicht andere Maßnahmen, die man bei Kindern und Jugendlichen setzt? Also zunächst zum Fußball. Ob und inwieweit Ende Mai die Liga gespielt wird, wohl mit dem Zweck, dass es Fernsehübertragungen gibt, muss die Liga selber entscheiden, noch einmal. Wir würden allerdings schon schneller als mit 1. Mai, wenn jetzt alles glatt geht, dieses Training in Kleingruppen ab nächster Woche ermöglichen. Das nur zum Zeitablauf, weil das würde wieder die Spitzensport-Einführungsphase betreffen und das soll ab nächster Woche schon möglich sein. Inwieweit die Liga die Voraussetzungen selber herkriegt und ob das für die Liga überhaupt lukrativ ist, muss sie selber entscheiden. Die Liga muss ja auch darüber nachdenken, was passiert, wenn Infektionsfälle tatsächlich auftreten, weil das hat ja massive Konsequenzen und die überlegen sich das auch. Ja? Also wenn man diese Entscheidungen sind dort. Nur eine kleine Korrektur eben zu diesen ersten Lockerungen, die Kleingruppentrainingseinheiten würden, wenn es nach uns geht und so die Verordnungen entsprechend korrekt fertig werden, auch schon ab nächster Woche möglich sein. Das dazu. Ja, und wir sind in intensivem Austausch heute Morgen mit Sicherheit auch noch einmal mit der Liga selber, was die brauchen würden. Für die Kinder, also bis jetzt ist hier nichts anderes vorgesehen. Das ist natürlich für die mit den Abstandsregeln im praktischen Leben vielleicht schwieriger vorstellbar, wenn Sie darauf anspielen. Aber da würden wir auf die Kompetenz und das entsprechende Verantwortungsbewusstsein der Erziehungsberechtigten setzen. Aber ich hätte jetzt keinen Hinweis darauf, dass das für Kinder nicht gelten würde, was diese Einzelsportarten betrifft. Also entsprechende Betätigung dann auch möglich ist, ja vielleicht sogar erwünscht. So, danke. Dann die Frage an die Austria Presseagentur. Gibt es Fragen der Kollegen im Homeoffice oder vielleicht noch eine eigene Frage? Bitte. Ja, alles beides. Welche Indoor-Sportarten sind jetzt von den Ausnahmen für Spitzensportler betroffen und wird das dann auch gleich nächste Woche beginnen? Das ist die erste Frage dann zu den Geisterspielen. Ist das richtig, dass dann die Bundesliga auch die Kosten für die Tests komplett selber tragen müsste? Und ist eine Sonderregelung für Spitzensportler mit nachgewiesener Immunität denkbar, dass die dann, keine Ahnung, sowieso trainieren dürfen oder noch mehr Freiheiten eventuell hätten?
Ja, zum Letzten zuerst, das wird sich an allgemeinen Regeln, da kann sich ja der Innenminister beteiligen, vielleicht orientieren auch, weil zu viel Privilegien vielleicht auch nicht gut. Was überhaupt ist mit jenen, die dann einmal einen Immunitätsnachweis hätten? Das führt ja zu allen möglichen weiteren Überlegungen, bis hin zu einem Immunitätspass oder was weiß ich was, da kann ja auch nur dilettieren. Vorläufig ist das ja noch nicht in Sicht, dafür würde ich das einmal abspalten von den Überlegungen, auch für den Sport. Aber wenn das einmal generell funktioniert, na dann erst recht im Sport. Und natürlich wird man bei denen, die es berufsbedingt machen, vielleicht sowieso danach trachten, da schneller Besonderes herzubringen. Wie vorher auch. Aber das ist nur der Rahmen, in dem man das denken kann. Dann waren Indoor-Sport, die Indoor-Möglichkeiten, die hier erfasst sind, jetzt wieder für die beausnahmten Spitzensportler, ja alles das, wo es um die Abstandsregeln geht, die auch eingehalten werden können, wo auch dafür Sorge getragen ist, dass mindestens 20 Quadratmeter pro Person, da muss man eben die Betreuerinnen und Betreuer mitzählen, hier drinnen sind, ob der Gesundheitsminister, ob wir da auf die Idee kommen, nämlich aus wohlbegründet, dass wir für besonders für Sportarten, die besondere Atemfrequenz erzeugen oder notwendig machen, eine höhere Quadratmeter- oder Kubaturzahl vorsehen, da will ich nicht endgültig vorgreifen. Wir sagen jetzt nur mal aus Logik mindestens die 20 Quadratmeter, weil was im Einkaufszentrum gilt, muss auch im Fitnessstudio jetzt aber für die Spitzensportler gelten. Also das sind eigentlich relativ wenige sozusagen Vorgaben, die man dann immer hat, und dann innerhalb dieser Vorgaben ist da alles denkbar. Zu den Tests Bezug haben, das gilt ja jetzt nur einmal für die Bundesliga. Ja, also die müssen nicht nur die Kosten selber tragen, sondern sie müssen, so wie eingangs erwähnt, auch selber organisieren. Das ist eine ganze Kette, die Beschaffung. Das braucht eine bestimmte quasi Seriosität oder eine bestimmte Testsicherheit. Da kann jedes Zeugs gekauft werden, was da gerade am Weltmarkt angeboten wird. Also Qualitätskontrolle wird es auch brauchen. Da wird es gut sein, wenn vielleicht sogar mal die Behörde zwischendurch drauf schaut. Die Kosten natürlich ja, und man muss also diese Kette bis hin zur Diagnostik am Schluss sinnvoll vollständig gewährleistet wissen, weil sonst würden ja wir sagen, hoppla, so aber nicht. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Alle Maßnahmen, die der Vizekanzler vorstellt, die ich als Polizei, sozusagen als Innenministerium begleite und darauf achte, dass sie umgesetzt werden, sind ja vom Gesundheitsministerium vorgegeben. Und wiederum dort ist ein Experten- und ein Expertinnenstab, die immer wieder als Virologinnen, Virologen, Infektiologinnen, Infektiologen, die uns dann in der Bundesregierung, aber in dem Fall die Gesundheitsbehörden beraten und Vorgaben machen, weil sie die Frage gestellt haben nach besonderen Ausnahmen für Menschen, wo man Immunität nachweisen kann etc. Das heißt, das hängt in erster Linie mal von der Expertise ab, die da eingebracht wird, und auch daraus, so wie bisher auch, leiten wir dann alle Entscheidungen ab, die wir im Zusammenhang mit den Regelungen treffen. Danke. Gibt es noch Fragen aus dem Homeoffice? Können Sie schon was über die Größenordnung für die Unterstützung sagen für den Sport? Das haben Sie angedeutet, dass das noch in Arbeit ist. Kann man da schon irgendwas zur Dotierung ungefähr sagen für die kleinen Vereine? Naja, die Dotierung ist eher die resultierende Größe. Es gilt auch hier dem Prinzip nach alles, was es braucht. Wir wollen da ja nicht die ökonomischen Einschläge, die ja auch nicht gewinnorientierte Organisationen treffen, unberücksichtigt lassen. Umgekehrt, wo wir schon viel weiter sind, ist die Methode, dieses zu für den einzelnen Verein in dem Fall, da geht es ja vor allem um Vereine, zu eruieren. Eine ähnliche ist als auch bei wirtschaftlich geführten Einheiten, also was sind nachweisbare Ausfälle bei den Erlösen, also bei den Einnahmenminderungen, und was sind aufgelaufene Kosten, dem nichts Brauchbares gegenübersteht, die man trotzdem hat und die man nicht runterfahren konnte. Ja. Deshalb ist ja im Übrigen auch so wichtig, dass wir hier als Politik schon mit einem bestimmten zeitlichen Vorlauf immer zu erkennen geben, na, was wird möglich sein oder nicht, weil das nämlich insgesamt die volkswirtschaftlichen Kosten senkt, dass nicht immer noch weiter, das gilt ja im Übrigen genauso für den Kulturbereich, dass nicht immer noch weiter Vorkehrungen getroffen werden, wo sich später herausstellt, dass man die hätte vielleicht gar nicht gebraucht. Also, aber das wird schon, das sagte ich, das wird schon auch in der Summe, insbesondere weil es beim Sport ja möglicherweise und bei Kultur eben auch länger dauert, als bei manchen anderen, bei wirtschaftlichen Themen, dass das schon in die hunderten Millionen gehen wird. Das ist so, das machen aber auch andere Länder so.
Und die Methodik kann auch ähnlich sein, dass man eine Erstauszahlung macht, um jenen drüber zu helfen, die glaubwürdig versichern können, dass sie sonst von Insolvenz bedroht sind. Auch das kann es ja geben. Selbst bei Vereinen, die nicht auf Profit gerichtet sind. Du hast dort auch das Thema der Haftungen von Vorständen. Also das ist schon gut und vernünftig, wenn wir hier zur Seite oder beispringen, weil wir lassen ja sonst auch das Ehrenamt und die Freiwilligkeit immer hochleben. In der Folge könnte dann mit den weiteren Zahlungen noch genaueren Berechnungsmethoden vorgegangen werden, damit das auch sozusagen einer gewissen Gerechtigkeit entspringt, was hier refundiert wird, ja, vergleichbar zu den jeweiligen Vereinen. Das wäre zum Beispiel was genauso nachempfunden wäre, denn ein Personenunternehmen beispielsweise. Ja. So, allerletzte Frage noch hier und dann müssen wir Schluss machen. Eine kurze Nachfrage noch zu den Abstandsregelungen und die Ergebnisse von der Uni 10, 20, 30 Meter. Ist das jetzt eine Empfehlung? Wird das eine Verordnung und wird das von der Polizei kontrolliert werden, ob jetzt diese 10, 20, 30 Meter beim Joggen eingehalten werden? Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe ja, ich weiß auch gar nicht, ob es jemals dazu kommt. Ich habe ja nur gesagt, bitte auch zusätzlich den Hausverstand einschalten bei sportlicher Betätigung. An sich haben wir eigentlich in Österreich, wenn man so will, großzügigerweise einen sehr, sehr engen Abstand gewählt, den aber bitte unbedingt einhalten. Wir wollen da jetzt nicht weiter für Verwirrung sorgen. Wenn gesundheitspolitisch genau aus den Expertenstäben heraus oder vom Gesundheitsminister mit anderen Beratungslagen auch möglicherweise in Abhängigkeit von der Auswertung des Vergleichs internationaler Studien, die ja jetzt beauftragt wurde und läuft, kann schon sein, dass da was rauskommt. Vorläufig insinuieren wir das nicht. Wir wollen da nicht zur Verwirrung beitragen. Aber trotzdem noch einmal, daran geht ja der Appell. Und es ist ja toll, dass wir das mit dem Innenminister da gemeinsam machen können, vieles auch sozusagen aus eigener Erkenntnis und aus eigenem Antrieb so halten zu müssen, ohne dass wir gleich immer mit einem Polizisten hinterher schauen müssen. Ich glaube, das ist heute, glaube ich, auch eine Botschaft, gerade im Sport. Ja, so viel wie möglich zulassen und so wenig wie möglich einschränken und verbieten. Vielen herzlichen Dank, Herr Vizekanzler und Herr Innenminister. Ihnen danke fürs Kommen und den Kollegen im Homeoffice. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.